Hallo und herzlich willkommen. Endlich ist es soweit. Der Advent of Code, der Weihnachtskalender für Programmieraufgaben im Jahr 2021, hat seine Pforten geöffnet. Heute, der 1. Dezember, das erste Türchen hat geöffnet und die ersten zwei Rätsel wurden veröffentlicht. Ich habe bereits 2 Sterne verdient, das heißt die beiden Rätsel des Tages 1 gelöst. Jeden Tag gibt es 2 Rätsel, die jeweils einen Stern bieten. Das heißt, es gibt nach 25 Tagen insgesamt 50 Sterne zu verdienen. Das diesjährige Thema ist, auf hoher See hat ein Elf, nachdem er ausgerutscht und gestolpert ist, versehentlich die Schlüssel zum Schlitten des Weihnachtsmanns in den Ozean geworfen. Wir sind mit einem U-Boot, wortwörtlich hier, weil die Elfen für so etwas immer vorbereitet sind, mit einem U-Boot auf die Reise unters Meer gegangen und versuchen, diese Schlüssel zu finden. Wir haben eine Antwort. Ach ja, und was ist hier noch? Genau. Dieses U-Boot ist eingekleidet in Weihnachtslichtern, weil natürlich ist es das. Das U-Boot ist auch ausgestattet mit einer experimentellen Antenne, die diese Schlüssel detektieren, finden kann. Das heißt, wenn das Signal ausreichend verstärkt wurde durch 50 Sterne. Das heißt, wir haben jetzt bis einschließlich des 25. Dezember Zeit, Weihnachten zu retten. Sollte es uns gelingen, am 25. Dezember Weihnachten gerettet zu haben, ist es für die Deutschen aber eigentlich schon zu spät. Naja, schauen wir mal. Das erste Rätsel bestand darin, wir haben eine Liste mit Tiefenmessungen des Meeresbodens bekommen und wir sollten zählen, wie oft eine Messung im Wert größer war als ihr jeweiliger Vorgänger. Eine größere Messung bedeutet allerdings eigentlich tieferer Meeresboden, das ist ein bisschen kontraintuitiv, wie dem auch sei. Hier ist ein kleines Beispiel mit wenigen Zahlen. Geht man das alles im Einzelnen durch, 200 größer als 199, 208 größer als 200, aber 200 kleiner als 210. Also vergrößert, 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 verkleinert. Und die erste Messung hat natürlich keinen Vorgänger, also wird auch sie nicht gezählt. So, in dem Beispiel gibt es 7 Messungen. Jeder bekommt einen individuellen Puzzle-Input, den ich offensichtlich gar nicht mal mehr aufrufen kann. Das macht aber nichts. Ich habe den noch hier. Das ist eine. Oh, wir haben es ja hier gerade. Hier sehen wir hier Zeilennummer. Das sind also 2000 Messungen des Meeresbodens als Integerzahlen in einer Textdatei. So, also in dem Beispiel sind 7. Ich bin auf Basis meines individualisierten Inputs oder den für mich individualisierten Input darauf gekommen. Bei mir sind es 1301. Und da schauen wir mal gleich rein, wie ich das gemacht habe. Hier sehen wir schon mal die Lösung für Part 2. Part 1. Huchhopsala, nein, suchen möchte ich nichts. Ich wollte dekommentieren. So. Ich hole mir aus dem Typing-Modul Union, weil das benutze ich hier. Ich hole mir einen Kontextmanager, öffne die Textdatei, in die wir gerade reingeschaut haben, im Read-Mode, also im Lesemodus, und dann als ein Objekt genannt fstream. So, dann können wir mit der Funktion readLines, fstream ist die Instanz einer Klasse, readLines eine entsprechende Funktion dieser Klasse, eine instanzierte Funktion. Wir können also mithilfe dieser Funktion durch die Zeilen der Textdatei durchgehen, hier ja, für Line, für Zeile in Textdatei und können sie in eine Integerzahl umwandeln, wobei ich hier jeweils immer den Zeilenumbruch, ein Zeilenumbruch ist auch ein Zeichen, ich überspringe hier Line bis ausschließlich des letzten Elementes, ich überspringe also immer den Zeilenumbruch. So, wandel dann aber den Rest um in eine Integer. Das bietet mir die Integer-Funktion praktischerweise an, Strings in Zahlen umzuwandeln, bekomme eine New Height, kann alte und neue Höhe vergleichen, entsprechend dann Number of Increases, also Anzahl von Erhöhungen, dann erhöhen oder auch nicht und mir am Ende ausgeben lassen, was kommt da raus. Da bin ich auf die 1301 gekommen, die wir ja hier gesehen haben. Ups, jetzt ist mir gerade mein Scrollrad gesprungen, Entschuldigung. So, da sind wir auf die 1301 gekommen. Daran anschließend Part 2. Hier wurde jetzt festgestellt, dass die Messungen eigentlich nicht so nutzvoll sind wie erwartet, weil da zu viel Rauschen in den Daten ist. Stattdessen wollen wir immer 3 aufeinanderfolgende Messungen nehmen und die dann mit ihren darauf folgenden 3 Messungen vergleichen. Das ist ja mein Gleit.
Fenster aus jeweils drei Messungen und wir vergleichen die Summen über diese Gleitmessungen in der Hoffnung, dass das die Störungen in den Daten ein bisschen ausgleicht. Hier ist für den Beispieldatensatz das einmal versucht worden zu visualisieren. Es gibt also ein Gleitfenster A, bestehend aus den Zahlen, aus den Messungen 199, 200, 208, das darauf folgende Fenster B aus den Messungen 200, 208, 210. Ja, also die Idee ist hier, dass die Fenster sich durchaus schon überschneiden. Es gibt ein drittes Fenster D, C, ein viertes Fenster D, E, F, G und schlussendlich ein letztes Fenster H. So, und dann werden also die Summen dieser Gleitfenster verglichen und dann nochmal sollen wir zählen, wie oft hat sich der Wert von Gleitfenster zu Gleitfenster erhöht. Und während wir beim ersten Mal auf 1301 gekommen sind, sind wir dann schlussendlich auf 1346 gekommen. Also 1346 Mal hat sich der Wert eines Gleitfensters im Vergleich zu dem davor erhöht. Auch das war die richtige Antwort. Entsprechend haben wir beide Sterne des Tages uns verdient. So, typischerweise ist an den ersten Tagen dieses Adventskalenders die Programmieraufgabe nicht sonderlich aufwendig. Es ist ein gutes Warm-up, aber nach hinten heraus nimmt die Schwierigkeit dieser Aufgaben immer weiter zu. Mal schauen, wie lange ich mithalten werde. Aber das schließt das heutige Video ab. Vielen Dank für euer... Huch! Ei, verdammt! Noch völlig vergessen. Vielleicht wollen wir auch mal über den Code vom Teil 2 schauen. Ich lasse das einfach so im Video drin. Warum nicht? So, Part 1 kommentieren wir raus. Schauen wir in Part 2 mal raus. Rein. Ich sollte mich zusammenreißen. Hier bei Part 2, ich habe den Code von Part 1 abgeleitet. Ich habe damit angefangen. Ich habe aber dieses Mal erstmal die Einlesung von der Bearbeitung der eigentlichen Aufgabe getrennt. Das heißt, zunächst lesen wir den Input ein und füllen eine Liste mit Integers auf, um diese ganzen Messergebnisse. Das heißt, jetzt in Measurements steht allerdings in Integers dasselbe drin wie in unserer Input A. Nur, dass die Input A eine Textdatei auf der Festplatte, die Measurements jetzt eine Datenstruktur im Zwischenspeicher des Computers ist. Jetzt können wir nochmal über mehr oder weniger den fast identischen Code den gleichen Vergleich anstellen wie eben auch. Folgende Änderung habe ich herbeigeführt. Ich habe also gesagt, für Gleitfenster vor Sliding Window in Zip. Mit Zip kann ich mehrere Listen oder mehrere iterierbare Objekte gleichzeitig iterieren. Es wird also immer das erste Objekt aus allen Listen, dann das zweite Objekt aus allen Listen, dann das dritte Objekt aus allen Listen zusammengefasst unter der Variable Sliding Window. Die drei Listen, über die ich hier iteriere, ist im Grunde genommen immer wieder dieselbe Liste, aber mit einem Offset. Ja, also hier ist die Liste, geht tatsächlich vom allerersten Element los, hier ist dieselbe Liste, geht aber erst vom zweiten Element los, und hier ist dieselbe Liste, geht aber erst vom dritten Element los. Auf diese Weise bekomme ich immer drei aufeinanderfolgende Messungen aus Measurements als Sliding Window. Und dann kann ich sagen, okay, die New Summed Height oder die neu aufsummierte Höhe ist die Summe des Sliding Windows. Und kann dann auch wieder meinen Vergleich anstellen. Ja, ist die Summed Height kleiner als die New Summed Height, das ist die aufsummierte Höhe kleiner als die neu aufsummierte Höhe und dann meine Number of Increases entsprechend erhöhen oder auch nicht und am Ende den Wert ausgeben. Einmal mehr können wir ausführen und sehen, 1346 ist eben die Antwort, die mir mein Skript produziert, die Antwort, die ich hier gegeben habe und mit der ich also die zweite Aufgabe gelöst habe. Nun haben wir aber alles durchgesprochen. Hier für morgen bin ich ein bisschen mehr zusammen bei mir und dann schauen wir mal, was uns morgen in den Untiefen der Ozeane erwartet, auf der Suche nach Santa oder dem Weihnachtsmann, seinen Schlitten Schlüsseln. Bye, bye.